Gerade eben hatten wir Bombe, jetzt kommt Bereich sichern. Schade, dass nicht Geisel kommt, aber es wird ganz schön munter durchgewechselt. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hast du jetzt Bug? Du hast Bug. Du hast gesagt, ich soll Bug nehmen dafür. Ich glaube, du hast jetzt Bug genommen. Backe, backe Kuchen. Der Back hat gerufen. So viel Sprengladung. Hat Back, glaube ich, auch, aber ich würde auch die Splittergranate nehmen, weil er hat ja schon sein Schrotflinteneisen. Zum Wände aufmachen. Ich glaube, du hast Back genommen. Der Bug tanzt aus der Reihe. Vier Mädels und Bug. Ja, einen Korb. Nee. Der Bäcker im Brötchenkorb. Ja, im Brötchen sind Eier. Und im Korb sind Brötchen. Das ist nicht der Hahn im Korb. Kannst du den bitte umbringen, der gerade lädt, am besten mit deiner Schrotflinte? Oder schmeiß mal eine Splittergranate über die Zeitanzeige. Piu. Den Standort des Biogefahrgutbehälters. Ich wollte gerade springen, aber das geht ja gar nicht. Spring doch mal. Keller, Keller ist Frau Frost und Kite. Oh Gott, ich fahr runter. Ich wurde auch beschossen. Wenn ich da jetzt reinfahre, werde ich umgebracht. Da liegt Stachel dort, das ist nicht nötig. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Was schreibt der denn? Komischer Krümelkäse. Ich könnte die Twitch-Drohne kaputt machen. Ja, ich weiß, dass man Dynamit hat, um mich meine Drohne zu killen, oder was? Es ist immerhin effektiv. Großer Radius. Der hat sich gezündet. Das war eine Drohung. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Hier ist ja die Mama. Ja, Ibana muss da aufmachen, sonst kommen wir da gar nicht rein. Ich hoffe, sie macht so auf, dass wir dort stehend reingehen können. Ist da jetzt Strom drauf? Ja, halb. Aber das ist gut, dann kann Ibana links keiner. Kein Kram anbringen. Eine Frau Frostmatte liegt auf der Treppe. Und Kite kriegt was in den Kopf. Nein, hier Strom! Scheiße. Wenn die mal hier nicht vor meiner Nase rumtanzen würden, oder? Ach, wer hat die denn aufgemacht? Ah, blöd. Wie sollen wir denn da effektiv gut schnell reinkommen? Feinde, Keller. Was hier alles fliegt? Ha! Weh geschossen. Noch ein Fragezeichen, wenn das Grabschrau ist. Ich wollte jetzt eigentlich bei der Wendeltreppe rein. Lade nach. Die hat echt blöd aufgemacht. Ich fahre mit der Drohne mal vor. Schockdrohne wird gestartet. Kann man ja gar nicht rein, sehe ich ja, gerade. Der stand direkt neben dem Schwarzen. Ja, hab's gesehen. Man kann gar nicht rein, da ist ja noch eine Strebe. Ach nö. Dann brauchen wir hier auch nicht warten. Also klar, einer kann da reinschießen, aber hier brauchen wir nicht weiter warten. Nein, shit. Oh, wie
wieso geht dann keiner an der Tür rein, oder was? Post war links drin. In dem Raum? Ja. Also, in der Garage war sie. Okay. Kamera habe ich da drin. Okay. Was? Das war doch ein Kopfschuss! Das war ein Kopfschuss! Du hast gar nicht geschossen. Nur noch doch! Einer vom eigenen Trupp. Was war das denn? Das war ein astreiner Kopfschuss, Ubisoft. Mann! Da ist eine Matte, IQ auf der Treppe. Und da ist ein Gegner. Hat die eine Spinne an der Waffe? 20 Sekunden. Es bleiben noch 15 Sekunden. Na, die Matte ist weg. Okay. Noch 10 Sekunden. Nimm den Bereich ein. 5 Sekunden. Gut. Die überlebt heute jeden Schuss. Wobei IQ hat auch ganz schön daneben geschossen. Ne, ich hab den Kopf getroffen. Das gucke ich mir nochmal an. Aber wenn du nicht mal einen Schuss mitbekommen hast, komisch. Vielleicht kam im Spiel bei ihr auch kein Schuss an. Seltsam. Modelliert Unverwundbarkeit an, die Frau Frost. Sagt der, der ganz früh stirbt, schätze ich. Der mit seinen schlauen Tipps. Ich mache oben die Luken zu. Beide, wenn mir keiner zuvorkommt. Beide Luken zu. 10 Sekunden noch. Danke fürs Leuchten. 5 Sekunden noch. Zeit für doppelten Ärger. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Zeit für etwas Ablenkung. Na komm, markier. Jetzt ist hier Strom drauf. Oh, Ibana macht die Luke auf. Der Stacheldraht ist bereit. Ich bereite die Nahe vor. Gerät wurde platziert. Nur ein kleiner. Klar ist es beim Automat. Hab einen gelenkt. Zwei Innenkameras, das ist ja blöd. Lade neue
Die Mine ist auch schon weg da hinten. Was denn? Von wo denn? Letzter verbleibende Operator des eigenen Hubs. Seit wann denn das bitte? Seit wann ist da denn bitte ein Kameraloch? Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Was? Nein, noch nicht jetzt. Was ist das denn bitte? Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Seit wann? Und wieso kann man das so schießen? Alter, klar doch. Ja. Da fällt mir gerade ein Operator ein, den es geben könnte, einer, der die Kameralöcher zustopfen kann. Das wäre mal cool. Ja, aber ich weiß gar nicht, dass da eins war. Überhaupt noch nie. Dann wirst du jetzt vielleicht nicht mehr vergessen. Vor allem, er guckt von außen dann durch das Loch mit und schießt, kann auch so reinschießen, Alter. Ein Verteidiger, der heißt dann Bauschaummann. Das ist eine Scheiße, Junge. Der könnte dann auch unter Türen zumachen. Bloß dann nur eine. Das kostet ganz besonders viel Bauschaum. Entweder drei oder zwei Kameradurchfahrten und eine Tür. Ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Die sind unten im Serverraum wie wir. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Na, die beiden Nasen kennen wir schon. Was, hier komme ich nicht durch? Scheiß. Mann. 10 Sekunden bis Einsatz. Merrick ist auch aufgewacht. 5 Sekunden. Wer ist das? Hallo? Ich kenne ja schon. Jäger. Weiter zu seiner Position. Macht er da jetzt mit einer Thermitwand Sprengladung auf? Ich kann das doch machen. Moment, warte doch. Hey, da kannst du echt durchschießen. Ich hab doch was im Doppelkrieg. Bin mit Thermit bei der Garage rein. Was ist denn der Strom links hier? Kann er das von unten verstromen? Ja, der kann das überall anbringen. Das Ding pappt überall. Ach, Deckenwände. Scheiße. Letzter verbleibender Gegner. Den Biogefahrgutbehälter sichern. Nein! Ach Mann, Alter, was ist denn das hier? Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Na. Nur noch einer vom eigenen. Nein, der hat schon drei umgebracht. Der hat alle vier umgebracht. Euer Ernst, Alter.
Hä? Wo der hingezielt hat? Wieder 0-3 verloren und Störsendermann hat das richtig gut gemacht. Das, was ich zuvor mit Läsion nicht hinbekommen habe. Aber ich muss mir nochmal anschauen, was ich mit Twitch gegen Frau Frost gemacht habe. Das war doch ein Kopfschuss. Gucke ich mir nochmal an und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.